Was ist denn hier? Ich habe nichts gemacht. Adi, Schatz, alles Gute. So, das ist Adi, Schatz. Ihr wisst, was das bedeutet. So, das ist ein gelber Sack. Auf einer gelben Schaukel. Guck dir das an. So, was das heißt, das wisst ihr auch. Es wird wieder mal Zeit, den Müll rauszubringen. Immer wenn Raid Boss Wechsel ist, also man könnte sagen, wenn ich den Müll rausbringe, ist Raid Boss Wechsel oder das ist der Raid Boss der Alte. Vielleicht sind das ja die Reste von Karguron, die ich jetzt entsorgt habe, weil ab heute ist Genesekt in den legendären Raids. Wir werden wieder einen Community Raid machen mit Genesekt. Momentan warte ich noch, dass der erste aufgeht nach 11 Uhr. Wo das ist, weiß ich nicht, ist auch egal. Meine Regel immer, der erste, der aufgeht in der Stadt, egal wo der ist, der wird gemacht. Und wenn das mitten im Wald ist und wenn das auf dem Berg ist und wenn das unter Wasser ist, der wird gemacht. Was lustig wäre, weil das Flammenmodul kommt rein, versucht den mal unter Wasser zu raiden. Mehr dazu, Konda, zeige ich euch gleich. Mein Showcase hole ich noch ab von gestern Abend, zeige ich euch alles. Mal gucken, vielleicht ist diesmal eine Brutmaschine dabei. Vielleicht gibt es sie aber auch gar nicht mehr. Wisst ihr noch, als die Reike da war mit ihrer Familie, wir haben hier geparkt, da in dieser Lücke. Und dann habe ich entdeckt, dass hier irgendwie so eine Treppe ist. Ich wusste aber nie, wo die hingeht. Ich bin jetzt gerade mal hochgelaufen, fand das so lustig. Das möchte ich euch mal zeigen, wenn man hier die Treppe hochläuft, wo man da hinkommt. Wir lassen erstmal das gackelige Kind die Treppe hochlaufen, damit wir dann hinterher können. Weil hier ist alles so ein bisschen zugewuchert. So oft parkt man hier, weil hier die Parkplätze sind in der Stadt vom Schloss. Aber ich bin noch nie auf die Treppe aufmerksam geworden oder hier hochgelaufen. Dann läufst du hier hoch, stehst neben diesem Gebäude, was auch immer das ist. Und hier stehen einfach ein Sofa, Sessel, ein Tisch. Da wurde Bier getrunken. Da kannst du hier sitzen, dir die ganze Welt anschauen. Das sieht auf jeden Fall sehr wohnlich aus. Da steht Homo. So, Marie, frag mal deine Lehrerin, was ein Homo ist. Und hier ist noch so ein Klo und eine Tasche. Und hier ist ein Grill. Das ist richtig genial. So, wenn ihr wisst, was ein Homo ist, dann schreibt es mal in die Kommentare. Dann muss Marie die Lehrerin nicht fragen. So, eine Community Raid führt uns wieder mal zum Schloss Elisabethenburg. Gefühlt finden hier 90% aller Community Raids statt, wo wir immer reinlaufen und das Ambiente und alles bestaunen, wie das hier ausschaut. Das ist auf jeden Fall richtig toll. Einige von euch waren auch schon mal da. Da ist nämlich eine öffentliche Toilette. Marie wollte ja eh mal aufs Klo. Viel Spaß! Bye bye! Ja, so. Da ist jetzt hier in der Mitte so ein Brunnen. Und ansonsten ist hier halt so der Innenhof. Und ich suche mir jetzt eine Bank oder irgendwas und lasse mich irgendwo nieder. Und dann habe ich noch was ganz Cooles für euch. Nicht nur mein Showcase, sondern einen Amazon Prime Gaming Code. Den hat mir der NetGhost geschickt eben. Ich habe gesagt, ich brauche den nicht. Da gibt es aber zwei coole Premium-Items. Den möchte ich heute 18 Uhr im Community-Tab auf YouTube veröffentlichen. Der ist aber nur einmal gültig. Das heißt, der allererste, der heute 18 Uhr den Prime Gaming Code aus dem Community-Tab eingibt im Spiel, kriegt diese Items. Der Rest hat Pech. Ich kündige das jetzt schon mal an. Und wo der Community-Tab ist, das seht ihr ja sowieso, wenn wir gleich zeigen, wen wir einladen müssen. So, ich habe euch jetzt mal hier auf meinen Bein draufgestellt. Also die Kamera hängt jetzt einfach auf meinem Bein. Ich kriege die ganze Zeit hier irgendwelche Levelaufstiege. Shiny Cutsix, super Freunde. Das ging den ganzen Morgen schon. Die meisten, die Stufe 1 geworden sind, haben tüchtig weitergelevelt, werden Stufe 2 heute. Ich habe bestimmt heute schon 30, 40 Level-Ups von Stufe 2 gehabt, wo es jedes Mal 15.000 Erfahrungspunkte für gibt. Hier auch wieder Anakin, Superfreunde, 15.000. Kann ich gar nicht nachvollziehen. Ich dachte, das Event ist um. Und während des Events gab es dann hier diese höheren Punkte. Müsste es nicht nochmal 10.000 jetzt wieder geben? Ja, egal. Wir holen jetzt erstmal hier den Showcase ab. Pamo Showcase war ja, ich bin dreimal Platz 1. Ist ja auch nicht schwer. Ohne Mitspieler ist man gefühlt immer Platz 1, kriegt dafür aber auch weniger Items. Es gibt wieder Regenlokmodule, es gibt hier Hyperbälle, es gibt drei Sternstücke, es gibt wieder mal Rauch, es gibt silberne Sanana-Bären, ein Magnetlokmodul und es gibt 30.000 Erfahrungspunkte. Das ist ja eigentlich ganz cool, aber
Was mir am wichtigsten wäre, wären nicht Sternstücke, wären keine Rauchs, wären keine Glückseier. Für mich am wichtigsten momentan sind Brutmaschinen. Vielleicht mal ein Video trotzdem machen, wie man eine 12 Kilometer Eier Brutmaschinen wegmacht, free to play. Dafür brauche ich Brutmaschinen, die halt aus Level-Ups oder aus anderen Sachen kommen. So, in 7 Minuten, in 8 Minuten geht der Raid auf und Partyclubs, Partyclubs auch hier, Punkte rein, alles. Also ich sag doch, es hört nicht auf, Mythenhander, Junge. Was will ich jetzt hier, will ich jetzt alle, bis nichts mehr kommt? Wir haben nix. Jetzt sieht's ruhig aus. Da kann ich euch, ich muss nämlich erstmal gucken, wen ich überhaupt einladen kann, mal zeigen kurz. So sitzt du also hier. So sitzt du hier. Hier habt ihr gestanden. Und dann genießt du hier einfach diesen Ausblick an dem Schloss und das Wasser da drüben. Pupsi fährt mit Jonas ein bisschen spazieren. Marie versucht sich gerade im Brunnen zu ertränken. Und an der Tankstelle habe ich dieses Buch noch kostenlos mitnehmen können. Abenteuer auf der Rollmops-Insel. Ist das nicht genial? Ich musste nämlich tanken, habe über 70 Euro bezahlt jetzt. Und da liegt an der Tankstelle liegen immer Bücher rum, die man kostenlos mitnehmen kann. Und das habe ich jetzt einfach mitgenommen. Das ist gelb, das sah lustig aus und der Titel hat mich angesprochen. Rollmops-Insel. So, da jetzt die Sonne gestresst hat und ich gar nichts mehr gesehen habe, der Raid jetzt schon auf ist, ich jetzt aber noch 3 Leute adden musste, die sich gerade noch eingetragen haben, möchte ich euch ganz kurz nochmal zeigen, wenn ihr auf den Kanal geht, findet ihr hier oben Tabs. Und da ist der Community-Tab. Und da wird 18 Uhr heute der Code gepostet, den man nur einmal nutzen kann. Hier habe ich auch die Condor gepostet gegen Genesec. Das ist Käfer, das ist Stahl. Ihr nehmt am besten also Feuer gegen Käfer, ihr nehmt Feuer gegen Stahl. Hier sind alle Condor aufgelistet, auch die 100er WP-Werte 1916 und 2395 mit Wetterbrust. Ich habe mir gestern eine Flampivian-Armee rüber tauschen lassen. Danke an Blondbart Zockt, danke an Henry Niki, danke an Hannes. Ihr habt mir da sehr geholfen, dass ich überhaupt einen Condor habe dagegen. Ich muss halt wieder bei Null anfangen. Das ist der Community Raid, wen wir heute einladen. Das seht ihr hier, das sind nämlich die Leute, die sich eingetragen haben. Matze Schäfer, Henry Niki, Methodius, Trainer Sir Ups, die mega coolen Bowling Ball, Kevin ohne Namen, Scorpion King, Net Ghost. Jetzt muss ich auf den Raid und ich muss den jetzt privat machen und dann öffentlich, weil ich ja Fremde erstmal ausschließen muss, dass alle, die jetzt eigentlich reinkommen wollten, überhaupt dann erstmal reinkommen können. Das heißt, wir machen Gruppe erstellen, machen grün, gelb, smet, laden jetzt die 5 Leute ein, die wir da haben. So, das ist hier nämlich die mega coolen, kenne ich nicht, Henry, Matze, Methodius. Wer ist denn Ei? Scheiße, da habe ich irgendeinen falsch aufgeschrieben. Toll. Scorpion King, Bowling Ball, Kevin. Hier steht nochmal Chef. Ich glaube, Trainer Sir Ups fehlt hier. Ja, Trainer Sir Ups. Da habe ich mich wahrscheinlich verschrieben. Das müsste Trainer Sir Ups sein. Und hier sehe ich, dass das der falsche Kevin ist auf dem anderen. Wir haben einen Kevin. Aber wir brauchen den Kevin mit Zahlen. Also der hat jetzt noch die Möglichkeit, falls er jetzt noch annimmt, eingeladen zu werden. Der Scorpion King hat fix angenommen. Der ist drin. Brauchen aber noch den anderen. Den anderen sehe ich jetzt leider nicht. Ich mache es jetzt auch einfach mal auf öffentlich. Gefühlt sind die meisten ja jetzt drin, die rein wollten. Hier suche ich nochmal nach Kevin. Und sehe nur Kevin D. Rolf und Kaiser Kai. Ansonsten perfekt. Der Samyang-Account hat als Condor Lavados, Gelabra, Glurak, Skelokrok, Heatran, Entei, lauter Feuerangreifer. Und der Habanero hat einfach 6-mal Flampivian. Genau die 6, die ich mir gestern geholt habe, damit ich einfach was habe heute gegen Genesec. So, jetzt ist es auch unter 30 Sekunden, das heißt, man kann auch nicht mehr einladen. Wir können aus Spaß hier mal auf bereit drücken. Jetzt sind 9 von 15 Leuten bereit. Wenn ich jetzt jemanden vergessen habe, sorry, ist immer ein bisschen kompliziert, mit 5 Kindern und 10 Frauen hier rumzurennen. Alleine ist man konzentrierter, mit der Family ist man irgendwie immer ein bisschen so durch den Wind. Und der Kevin, der hat ja eh nicht so schnell angenommen, der hat jetzt länger gebraucht. Das tut mir jetzt aber leid. Jetzt fangen wir das mal.
Auf dem Main-Account damals habe ich ein 100%iges Gene-Sekt gehabt. Habe das auch auf Level 50 gepusht. Ist, manche sagen würden, ein recht guter Käferangreifer. Als ein anderes Modul da war, habe ich, glaube ich, sogar das zweite Modul auch in 100% bekommen. Ganz randommäßig. Ich habe nicht danach gesucht. Ganz randommäßig ist das bei einer Raid Mania als 100er gekommen. Es gab bisher auch nur zwei Module, die shiny sein konnten. Das Flammenmodul, was jetzt da ist, gab es meiner Meinung nach noch nicht als shiny, wird jetzt aber als shiny eingeführt. Das heißt, ihr könnt auf shiny Jagd gehen, wenn ihr möchtet. Ich werde dazu morgen auch wieder Raids für Zuschauer anbieten. Toll. Ich werde dazu morgen Raids für Zuschauer anbieten, falls ihr shiny raiden wollt. Meins ist 1859, aber hier ist ein Shiny drauf. Das heißt, der Samyang-Account, der Nudel-Account hat ein Shiny bekommen. Ich nehme das mal kurz in die Hand. Ich möchte euch das nochmal so zeigen. Wenn ich das zurückmache, seht ihr das? Wie es jetzt glänzt. Erster Raid, zack, Shiny bekommen, fertig. So muss das aussehen. Das Wichtige, wenn ihr ein Shiny Legendäres oder irgendwas habt, es bleibt eh im ersten Ball drin, also nehmt eine gelbe Beere oder so. Dann kriegt ihr mehr Bonbons, dann fangt ihr das einfach 1, 2, 3 und dann ist das Ding drin. Das kann nicht fliehen, egal wie viele Bälle ihr habt. Trefft einmal und dann ist das Ding drin. Genesekt, Flammmodul, shiny, rot am Start. Ich finde, das shiny sieht eigentlich richtig cool aus. Wir müssen aber jetzt noch das hier auf dem Habanero-Account fangen. Das heißt, wir curven mal, wir treffen einfach fabelhaft. Das heißt, wir brauchen den Kreis jetzt auch gar nicht mehr verstellen, weil der ist jetzt auf einfach fabelhaft gestellt. Wir können jetzt also warten, bis er angreift. Oder wir curven einfach drauf los in der Hoffnung, wir haben ja genügend Bälle, dass selbst wenn ein Ball mal daneben geht, ist das egal. Die meisten Leute haben halt keine Geduld. Brauchst du auch nicht unbedingt, denn ihr seht, zweiter Ball ist drin, zweimal einfach fabelhaft, das passt. Also, hier eins mitgenommen, dort eins mitgenommen. Hier ist es Pokédex-Eintrag. Pokédex-Eintrag und Shiny bekommen in einem Raid, das sieht doch gut aus. Wir bewerten den noch kurz. Hat jetzt hier 13, 11, 10. Kann man nicht tauschen, nochmal dazu sagen. Also wer ein Shiny von dem Teil haben will, der muss selber raiden. Das ist ein mysteriöses Pokémon. Das kannst du nicht tauschen. Du musst selber raiden, wenn du das Shiny haben möchtest. Ich habe gesehen, der Vogel ist immer noch in den Raids. Ich werde aber meinen täglichen Raid-Pass jetzt immer für Genesekt ausgeben. Einen Raid mit Mega Gardevoir muss ich noch machen, damit ich da einmal Mega-Energie kriege, um eins zu entwickeln. Aber ansonsten werde ich jetzt mal gucken, ob ich vielleicht aus dem Daily Raid-Pass ein Shiny Genesekt mit dem Flammmodul ziehe. Habt ihr ein gutes bekommen? Habt ihr ein Shiny bekommen? Schreibt es mal in die Kommentare. Denkt dran, Rollmops-Insel ist am Start. 18 Uhr heute poste ich den Amazon Prime Gaming Code von NetGhost. Danke dafür. Und dann könnt ihr eigentlich, ich habe nochmal nachgeschaut, einen Rauch- und Glücksei bekommen. Wer das braucht, wer da mitmachen möchte, wenn ihr es gar nicht braucht, löst es halt nicht ein. Überlasst es halt an den Leuten, die vielleicht gar nichts haben und sich über den Rauch und das Glücksei freuen. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.